Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Zestiria, wenn man es genau nehmen möchte. So, im letzten Part haben wir in den Ruinen ein Mädchen gefunden. Das war im vorletzten Part. Im letzten Part haben wir sie dann angesprochen und unser Dorf gebracht und dann Reisevorbereitungen getroffen in Form von Schweineschlachten. Das ist übrigens das Mädchen. Und jetzt müssen wir zurück ins Dorf. Das werden wir auch sofort tun. So, wir sind im Dorf. Es ist so ruhig wie vorher. Sie können ja die Leute hier nicht sehen, weil das sind Seraphen, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe. Und ja, wir werden dann direkt mal in unser Häuschen gehen. Um eine Cutscene zu triggern. Das hört sich ja sehr seltsam an. Das Ding ist eigentlich alles andere als gut, was da unten los ist. Also wir schlafen auf dem Boden. Wir sind ein echter Gentleman, würde ich sagen. Sorry, ich muss gerade umsetzen. So. Okay, wir können also direkt die Story weitermachen. Dann würde ich sagen, machen wir es doch. Und los geht's. Ja. Gucken, ob wir jetzt. Jetzt ist er schon wieder in der Wohnung. Okay. Verbraucht. Nein, wir haben 8-mal Stachelschwein verbraucht. Gleich mal zur Opa rennen. Los, go, go, go. Let's go to the beach, beach. So. Also ich finde die Ladezeiten einfach extrem gering. Was halt richtig genial ist. Hey Opa! Sie sagt direkt morgen ab. Verstehe. Werden sie alle verabschieden. Schließlich muss man sich immer gastfreundschaftlich sein hier. Ja, ja. Auch wenn ich nichts sehe durch meine Augenbrauen. Danke. Ja.
Ja, ich versuche öfters mal das Ganze vorzulesen, aber das geht manchmal so schnell. Das ist echt nervig. Dass ich gedanklich schon gar nicht hinterherkomme manchmal. Ich bin dir wirklich einiges schuldig. Danke vielmals. Kommst du alleine zurecht? Ich kann dir nicht noch mehr Umstände bereiten, als ich sowieso schon gemacht habe. Hey, so schnell kann ich nicht lesen. Also ich hab's echt fast. Ich versuch's echt. Du kommst schon klar. Folge einfach dieser Karte und wirst in den Wald problemlos durchqueren. Oh, das ist es nicht. Ich glaube dir. Alicia. Das ist mein Name. Alicia Difter. Alicia. Du wusstest nicht einmal, wer ich bin und hast mir geholfen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Wenn ich nur an mich selbst gedacht habe und dich verlassen wollte, ohne dir auch nur meinen Namen zu nennen. Ich als Ritter bin beschämt. Sehr beschämt. Bitte finde in deinem Herzen die Kraft, mir zu vergeben. Ist schon in Ordnung. Ich muss dir was gestehen. Ich weiß, was es seltsam klingt, aber ich glaube, dass es Seraphim wirklich gibt. Die Mythen und Legenden im Himmelsverzeichnis müssen mehr sein als bloße Märchen. Ja. Diese Krise, die unsere Welt befallen hat. Ich glaube, dass nur aus den alten Legenden in Ordnung wirklich wiederherstellen könnten. Du meinst den Hirten? Du willst nicht mich über das, willst dich nicht über mich lustig machen, so wie alle in der Stadt, oder? Natürlich nicht. Du bist ein wahrer Heiliger, weißt du das? Die Feste der Heiligen Klinge beginnt bald in Damasee. Damensee. Es wird die Prüfung geben, die auf der Legende vom Schwert des Hirten beruht. Eine Prüfung, die dich interessieren könnte. Mich? Es ist Zeit aufzubrechen. Aber bitte, denk mal ernsthaft darüber nach, wenn du Zeit hast. Wie kommst du darauf? Die Hirten, die ich vor meinem inneren Auge sehe, wie ich diese Legende lese. Ich muss zugeben, dass er mich stark an dich erinnert. Was? Was ist das? Opa hat mich gebeten, in den Ruinen nach Hinweisen zu diesem Mädchen zu suchen. Ich habe mich dort umgesehen. Warte, gehört das Alicia? Das ist das Wappen vom Highland. Ich glaube nicht, dass Alicia ein gewöhnlicher Ritter ist. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber es ist wirklich besser so. Oh, sorry. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber es ist wirklich besser so. Opa? Jemand, der in meine Dämonen eingedrungen ist. Was? Verflixt und verdammt, du verbringst deine Anwesenheit, nicht wahr, Miss Cal? Seid alle gewarnt, es findet sich ein Eindringling unter uns. Findet ihn. Deine Anwesenheit verschleiert, er ist also wahrscheinlich ein Helion. Seid extrem vorsichtig bei der Suche. Wir werden auch gehen. Sehr gut, wenn es Heiligen Helion ist, muss es schnell gehandelt werden. Ich zähle auf euch. Mir ist, als würden wir beim Wald finden. Gute Idee. Okay. Okay, es ist schon ziemlich bescheiden, wenn ich versuche, das noch zu synchronisieren, da ich die ganzen Stimmen eh nicht so wirklich hinbekomme, wie ich mir das dann im Kopf vorstelle. Und dann vergesse ich das und dann durch die Hektik und die Schnelligkeit. Sonst würde ich es gerne machen. Also dieses, sag ich mal, Stille. Ja, dieses Synchronisieren würde mir schon Spaß machen. So ein bisschen, aber es geht halt zu schnell. Ich kann nicht klicken, das ist Autoscrolling und ich kann nochmal gucken, ob es in der Option mittlerweile was gibt, weil es gab ein Update oder ein Patch, aber ich glaube nicht. Ups. Angriffsangabezeit, ja, ist ja okay. Und steht ein und aus. Tja, nix. Schade eigentlich. Hey, hier steht jemand. Den müssen wir ansprechen. Los! Mason und die anderen sind losgezogen, den Wald zu durchschauen. Ihr beide geht besser nicht dorthin, es ist gefährlich. Und ich werde es trotzdem versuchen vorzulesen, aber kann auch sein, dass ich dann anfange, wirklich zu synchronisieren. Also so ein bisschen. Also die Stimme verstellen und das aber eher dann unterbewusst. Weil ich. Also auch vorlesen werde ich so oder so, egal was passiert. Also, versuchen. A. Okay. B. Mason.
Wie eigenartig. Ich habe nicht erwartet, etwas anderes als den Hauptgang zu finden. Aber es gibt jetzt zwei weitere Gänge. Ja. Was in aller Welt ist das? Ist das der Helion? Das ist kein Ort für einen, bitte ich. Verschwinde sofort. Unverschämtes Balg. Ich kann den Gestank der Angst riechen, den du verströmst. Diese zarte Arme, die jetzt hinter mir zu verbergen versuchen. Wow! Du bist eine Leckerei. Was? Habe ich gestottert? Ich sagte, ich werde dich fressen. Als ob. Ich kann es mit dir aufnehmen. Warte auf den Untergang vor Helion. Was? Atme den Himmelsater aus. Was? Himmelsstrom? Cool, ein Himmelsstrom. Machen wir es doch mal direkt. Ah, okay, verborgene Art. Wirke verborgene Art ist mit A. Es ist möglich, sowohl Kriegs- als auch verborgene Art ist in Kummer zu fallen. Du kannst zum Beispiel die Schwäche eines Feindes mit einem verborgenen Art angreifen, um darauf eine Kriegsart folgen zu lassen. Im Atemmenü kannst du bis zu 5 verborgene Arts kombinieren. Ja, das haben wir gesehen. Ich besetze ziemlich leider viele Leben. Aber zum Glück hat er auch Powertreffer. So war das frei rumlaufen, genau. Zack, 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 zack. Okay, also die Arts gefallen mir, kosten aber auch im Prinzip nichts. Das ist schon seltsam. Ich bin einfach gewohnt, sowas wie Mana zu haben. Ja, du könntest mich auch einfach mal heilen. Machst du mal so, Arte, du kannst ja doch große Hilfe. Oder auch ihn einfach töten. Uff, eine große Klappe hast du. Hast du immer noch nicht genug? Hinfort. Nom 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 nom. Er hat mehr Essen gefressen. Sind Helios dazu in der Lage? Fort mit dir, du boshaftes Wesen. Oder was ist mit allen auf uns auf einmal annehmen? Ich sollte sowieso nicht so viel fressen. Nicht, wenn die Hauptspeise entwischt. Und tschüss. Mason. Wir kommen jetzt klar. Opa, dieses furchtbare Ding, war das wirklich ein Helion? Sie könnten mit uns sprechen? Ja, das ist die Gestalt des Menschen, die zu einer Helion geworden ist. Von Grund auf verdorben. Menschen können zu Helions werden? Es ist Zeit, dass du nach Hause gehst und dich ausruhst. Das sollten wir. Komm, wir gehen zurück. Einverstanden. Was glotzt denn so? Es beginnt also von neuem. Oh, ich bin schon alt. Levelaufstieg, jawohl. Neue Art und Windmaster-Talisman. Oh yeah. Warum in der Welt ist es hierher gekommen? Wie eigenartig. Ich habe nicht erwartet, etwas anderes als den Hauptgang zu finden. Oh. Das war ja, Entschuldigung.
Nicht, wenn der Hauptgang... Nicht, wenn der Ausgang erwischt. Moment, war er hinter ihr her? Wird Veranstaltung halten und den Himmelsdingen zerlernen. Dann gehen wir mal kurz ins Menüchen. Haben. Ah, je, viel zu viele neue Items. Ach, guck dir mal an, hier sind alles. Plaudereien noch. Ein Kostümset. Ah, okay. Ja, klar, alles. Das war, weil ich es vorbestellt habe übrigens. Da gab es die dazu. Ja, eigentlich hätte ich es nicht machen brauchen jetzt, aber. Leon-Schwert, Zedra-Schwert, Mida-Schwert, Juri-Schwert und Jukes-Schwert. Okay, nice. Ja, das ist die Plaudereien, machen wir dann irgendwann anderes mal. Und dann haben wir noch hier Mystic Arts. Ja, so. Also die Mystic Arts kommen aber noch später erst. Dazu sage ich jetzt noch nichts. Eis am Stunden-Eis, cool. Im nächsten Kampf. Oh, cool. Snacks sind praktisch. Das sieht man auch in was für uns. Ah, das finde ich eigentlich ganz cool. Grunddurchschnitt, Parameter. Ah, okay. Nächste Art ist Schmetterzahn. Ups. Ich wollte eigentlich in die Ausrüstung. Altes Schwert. Schwertplünderer. Schwerttänzer oder Träger des mystischen Schwertes. Oh. Ich weiß nicht, auf was wir alles hoch können. Aber ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon, also sorry. Nicht was bekommen. Anscheinend nicht. Unterstützungspalette war. Genau, bis jetzt das. Mit Kampfaktion haben wir auch noch nicht so viel, aber wir könnten das auf jeden Fall so machen. Mode, das habe ich doch gesucht. Das sind zum Beispiel die ganzen Schwerts rausholen hier. Von Tales of Abyss, Tales of Vesperia, Tales of Celidia und Tales of Symphonia. Das ist dann hier so seitlich das Schwert, glaube ich. Ja. Wo du dann einfach mehr Schwerter ausrüsten kannst. Midas Schwert. Das ist sogar da drauf. Hm. Jetzt haben wir hier auch. Was ist das? Ach, so ein Armreif. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Dann nehmen wir den Armreif noch mit. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Haarschnitt. Frisur Zafisa. Hm. Gefällt mir die Frisur besser. Das sieht schon irgendwie cool aus. Aber nee, ich lasse mal noch die normale Kleidung fürs Erste. Wollte euch nur zeigen, dass es sowas gibt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Mit den ganzen Modesachen, die man machen kann. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir sollten Opa noch Bescheid sagen, dass wir gehen. Aber ich schätze mal, die Tür ist abgeschlossen und wir laufen einfach so. Wir sind voll geheilt, das wollte ich auch noch gucken. So schätzt sich das Ganze ein. Das sieht auf der Karte auch mal danach aus. Genau. Opa, es tut mir leid. Weil wir gehen werden. Das ist ein ziemlich leiter Weg. Also das ist sehr weiträumig und ziemlich leer gerade, weil hier niemand ist, weil es Nacht. Upsala. Und wir werden das Dorf jetzt verlassen. Und hier kommt bestimmt jemand, der uns begleiten wird. Weil ihm das klar war vorher. Die werden wahrscheinlich durchdrehen, wenn ich plötzlich verschwinde. Es tut mir leid, Leute. Was? Und uns hält keiner auf, weil keiner damit gerechnet hat? Okay. Hui. Wir gucken, ob es noch die Taste war, wo ich dachte, dass die Taste das war. So, dort waren wir ja schon. Dann hält uns jetzt aber hier jemand auf. Oder begleitet uns. Oder rettet uns später, weil wir in Gefahr geraten sind. Melanchio, wie der hieß.
Das Dorf in den Wolken werden wir verlassen. Okay. Oh, boah, Miklio. Entschuldigung, Miklio. Wieso bist du hier? Hast du geglaubt, ich würde dich abhauen lassen? Tja, das werde ich. Ernsthaft? Wir könnten weiterreden, wenn wir unterwegs sind. Wir haben keine Zeit. Aber nach dem, was der Fuchsmann gesagt hat, ist alles andere ein Anschein hinter dir, hinter Alicia her. Du hast auch gekriegt, hm? Natürlich, und jetzt los, ballen wir uns. Hey, warst du plötzlich, ist plötzlich in dich gefahren? Ich bin wirklich froh, dass du mitgekommen bist. Ey, wir sind noch gar nicht losgelaufen. Los geht's! Ich könnte dich doch nicht alleine durch die Welt der Menschen schreifen lassen. Nicht so arglos, wie du bist. Ich hätte es Opa trotzdem ausrastet. In einer gewissen Weise damit gerechnet, er wusste, dass du eines Tages fortgehen würdest. Hey, ich bin nur kurz mal weg. Ich werde ihn wiedersehen. Opa hat es immer gewusst. Wenn du erst einmal weggehen würdest, würdest du den Rest deines Lebens wieder den Menschen verbringen. Stammt die von Opa? Wir brauchen Geld, um in der Gesellschaft der Menschen zurückzukommen. Ich soll es verkaufen, wenn du jene Kleine besteckst. Und das ist auch eine Nachricht für dich. Geh den Weg, an den du glaubst, und lebe dein Leben in vollen Zügen. Ich weiß, dass du nicht vom Fahrrad ankommen wirst. Das hätte ich jetzt vielleicht auch noch in der Opa-Sprache machen müssen. Das hat er gesagt. Ich habe ihm Handschuhe angezogen, fällt mir jetzt erst auf. Dann los! Vielen Dank fürs Einschalten bei Tales of Cestaria. Und im nächsten Part erwartet uns eine Anime-Sequenz. Oh yeah, seid gespannt, was passieren wird. Hier ein kleiner Preview und vergiss nicht zu abonnieren, das Video zu teilen. Außerdem gibt es noch Facebook, Twitter und World of Nerds. Könnt ihr mal draufklicken, wenn ihr wollt. Bis dorthin. Tschüdelü!